So, moin, ich bin der Christian aus Hamburg. Ich bin Dennis auch aus Hamburg. Wir sind beides auch BDK-Mitglieder und sind heute hier in Bremen zu unserer vierten Verhandlungsrunde und haben die letzten beiden Tage in Hamburg zumindest einen Streik gehabt und gestern dazu auch einen Demozug, der mega geil war, der viel Spaß gemacht hat. Und tatsächlich haben wir, obwohl es nur eine Lohnrundenauseinandersetzung ist, haben wir den auch ja politisiert und diesen Privatisierungswahn des Hamburger Senats mit auf der Fahne halt gehabt und gegen den MSC-Deal gestreikt. Und das war nicht zwingend jedermanns Sache, aber trotzdem eine geile Sache und hat, denke ich, auch bei der Politik Eindruck geschunden. Zum Thema gestern, es hat mich sehr gefreut, dass auch das deutsche Fernsehen es aufgenommen hat als einen politischen Arbeitskampf und nicht einfach als Lohntarif-Auseinandersetzung. Die Kollegen haben alle mitgemacht. Es war eine sehr gute Stimmung. Es war sehr laut. Es wurde sehr viel Pyrotechnik gezündet. Und es war wieder sehr faszinierend, wie der deutsche Staatsapparat seine Macht demonstrieren wollte, die er aber leider nicht durchgekriegt hat. Lasst uns gemeinsam solidarisch mit euch an der Spitze die politische Isolierung der Streiks beenden. Egal ob an der Uni, in den Betrieben oder zu Hause. Wir sind alle von Privatisierung und Profitdruck betroffen.